Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Mit jedem Klick geben wir ein Stückchen von uns preis. Und mit jedem Tag wird die Datenspur tiefer, die wir alle im Internet hinterlassen. Beunruhigt es Sie, dass Unternehmen so viel über Sie wissen? Vertrauen Sie darauf, dass man schon irgendwie verantwortungsvoll mit Ihren Daten umgeht? Zumindest wenn die Konzerne ihren Sitz in den USA haben, sind Ihre Daten nicht sicher genug und dürfen deswegen dort bald vielleicht nicht mehr gespeichert werden. So hat der Europäische Gerichtshof heute geurteilt. Datenschützer hatten schon lange davor gewarnt, dass die USA kein sicherer Hafen sind, weil die Behörden dort auf alle persönlichen Daten zugreifen können. Für einen Österreicher, der sich ganz allein mit dem Weltkonzern Facebook angelegt hat, war das heute auch ein ganz persönlicher Triumph. Kolja Schwarz. Er hat Facebook im Blick und kämpft seit Jahren für mehr Datenschutz. 2011 wollte der Österreicher Max Schrems von Facebook wissen, welche Daten hat das Unternehmen über ihn gespeichert. Das Ergebnis: über 1200 DIN A4 Seiten. Wenn man sich das sozusagen mal physisch vorstellt vom Umfang, kann man sich vorstellen, wie viel die eigentlich über einen wissen. Ne? Und dann fragt man sich halt im Vergleich zu einer Stasi-Akte oder solchen Dingen, warum so viel über einen Normaluser gespeichert wird. Für Unternehmen wie Facebook sind die persönlichen Daten ihrer Nutzer ihre Währung. Damit verdient das soziale Netzwerk sein Geld, zum Beispiel über Werbeeinnahmen. Diese Datensammelwut ist das eine, doch Max Schrems hat noch eine andere Sorge. Nach den Enthüllungen von Edward Snowden sei für ihn klar, auch die Geheimdienste in den USA greifen auf seine persönlichen Daten zu. Und das kommt so. Die Daten aller Facebook-Nutzer aus Europa laufen in Irland, in der europäischen Zentrale von Facebook, zusammen. Von da werden sie in die Vereinigten Staaten weitergeleitet und in der Konzernzentrale gespeichert. Fotos, persönliche Messenger-Nachrichten, Ortungsdaten, Freundeslisten und Kontaktdaten, alles auf amerikanischen Servern. Das Grundproblem ist nicht, dass die Daten in den USA gespeichert werden sind. Das Grundproblem ist, dass die Daten von NSA und anderen Diensten abgerufen werden können, ohne irgendeine richterliche Kontrolle und ohne, dass ich als Europäer irgendwelche Rechte habe. Das verstoße doch gegen europäischen Datenschutz, meint Schrems und beschwert sich beim zuständigen Datenschutzbeauftragten in Irland. Doch der wagt sich an den Kampf gegen Facebook nicht heran, beruft sich auf die sogenannte Safe Harbor-Entscheidung der Europäischen Kommission. Seit 15 Jahren gilt durch Safe Harbor, US-Unternehmen dürfen europäische Daten unter bestimmten Umständen speichern. Die USA ein sicherer Hafen, trotz NSA und Co.? Nein, urteilten die europäischen Richter heute sehr deutlich. Wenn jede Behörde immer auf alles zugreifen könne, sei das Grundrecht auf Achtung des Privatlebens verletzt. Und jeder müsse auch vor Gericht erreichen können, dass Daten berichtigt oder gelöscht werden. Ob der Datenverkehr in die USA tatsächlich gestoppt werden muss, müssen jetzt die Datenschutzbeauftragten entscheiden. Max Schrems freut sich über seinen Etappensieg für den Datenschutz. Bisher war es so, dass einfach US-Unternehmen gesagt haben, passiert eh nichts. Die in Europa sind ganz süß mit ihren Grundrechten, aber passiert ja nichts. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiges Zeichen ist, dass das ein Grundrecht ist, was wir in Europa auch ernst nehmen und nicht nur vor uns herumtragen. Und das macht eigentlich recht viel Mut. Facebook äußerte sich heute nur schriftlich. Das soziale Netzwerk habe selbst nichts falsch gemacht. Wichtig sei, dass EU und USA sicherstellen, dass auch zukünftig Daten in die USA geschickt werden dürfen. Facebook sagt heute übrigens auch, dass das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ihr Unternehmen nicht betreffe. Und das ist schon erstaunlich, denn Facebook lebt wie andere amerikanische Internetkonzerne auch vom Handel mit privaten Daten. Sie sind der Rohstoff, mit dem Unternehmen wie Google, Amazon oder Microsoft Geld verdienen. Der Rohstoff, den sie erst sammeln, dann weiterverarbeiten und am Ende dann verkaufen. Das Scheitern von Safe Harbor bedroht ihr gesamtes Geschäftsmodell in Europa. Christian Feld mit Reaktionen auf das Urteil. Glückwunsch, Max Schrems. Du hast die Welt zum Besseren verändert, schreibt am Nachmittag Edward Snowden. Der Mann, ohne den es das heutige Urteil wohl nicht gegeben hätte. Seine Enthüllungen über die NSA sorgten 2013 für ein Erdbeben. Auch der damaligen EU-Justizkommissarin mangelte es nicht an Kampfeswillen. Wir werden uns das mal alles genauestes ansehen. Und ich habe dem Parlament schon versprochen, dass, falls das so ist, wie ich das meine, nämlich ein Schlupfloch, dann ist fertig damit. Doch die Zeit verging, die Daten flossen unverändert weiter.
Jetzt das Urteil, zufriedene Reaktionen im EU-Parlament, das schon vor Monaten für ein Aussetzen von Safe Harbor gestimmt hatte. Wir haben schon lange darauf hingewiesen, dass das Safe Harbor-Abkommen kein wirklich sicherer Hafen für die Daten ist, für die Privatsphäre der Bürger. Jetzt muss gehandelt werden. Die EU-Kommission verhandelt mit den USA seit 2013 ohne Durchbruch. Das war alles viel zu vorsichtig und zaghaft, sagen Kritiker. Und die aktuelle Justizkommissarin bekommt die Frage gestellt, ob das Urteil nicht eine Klatsche für die Kommission sei. Nun, ich muss sagen, das Urteil bestätigt doch, dass wir das Richtige tun, dass wir ein sichereres Safe Harbor verhandeln. Und, so sagt sie weiter, positiv gesehen gebe doch das Urteil Stärke für die weiteren Verhandlungen mit den USA. Welche unmittelbaren Folgen hat das Urteil? Unternehmen müssen nicht sofort alle Datentransfers stoppen. Doch nicht nur hier bei der US-Handelskammer in Brüssel wollen sie wissen, wie es weitergeht. Unsere Hauptsorge ist die Unsicherheit, die hier entsteht. Und die Wirtschaft braucht Rechtssicherheit. Was wir jetzt gerne sehen würden, ist, dass eine gute Alternative eingerichtet wird. Bleibt noch die Frage, welche Auswirkungen das Urteil auf uns hat. Uns, die Millionen Kunden, die nur zu gerne das Netz und seine Möglichkeiten nutzen. Das Urteil heute durch den Gerichtshof ist ja auch ein Appell daran, an den Verbraucher zu erkennen, welche wichtigen Grundrechte betroffen sind für mich, wenn ich die Daten an Facebook gebe und Facebook die einfach weitergibt. Dass das keine technische Lappalie ist. Du hast die Welt zum Besseren verändert, schreibt Edward Snowden an Max Schrems. Eine Botschaft, die den Praxistest noch bestehen muss. Sind unsere Daten nach dem Urteil gegen Safe Harbor tatsächlich jetzt sicherer? Ein Kommentar von Frank Bräutigam vom Südwestrundfunk. Hätte der Europäische Gerichtshof einen Facebook-Auftritt, beim heutigen Urteil würde ich anklicken, gefällt mir. Wenn ein einzelner Bürger wie Max Schrems vor Gericht erreichen kann, dass einem Internetgiganten Grenzen gesetzt werden, ist das ein gutes Signal für die Macht des Rechts. Datenschutz ist nicht das schlechteste Beispiel, um zu zeigen, dass die EU trotz allen Streits eine Wertegemeinschaft sein kann. Der EuGH wird dabei in Sachen Datenschutz immer häufiger zum europäischen Grundrechtsschützer. Es gibt Richtersprüche, die strotzen nur so vor hehren Grundsätzen, verpuffen dann aber wirkungslos. Dieses Urteil legt die Basis dafür, dass es anders kommt. Erstens, sollte der irische Datenschutzbeauftragte schon wieder nur die Füße hochlegen, wird Max Schrems ihn schneller wieder vor Gericht ziehen, als man gucken kann. Zweitens, bei den Verhandlungen zwischen EU und den USA liegt das Urteil nun als verbindlicher Beipackzettel mit auf dem Tisch. Zu Standards des europäischen Datenschutzes fragen Sie den Europäischen Gerichtshof. Einknicken gerichtlich verboten. Das ist das Ende der Machtlosigkeit für die EU-Kommission. Wenn die US-Seite sich nicht bewegt, gibt es eben kein neues Papier. Dann müssten Facebook und Co. sich eben Server in Europa suchen. Was wäre eigentlich so schlimm daran? Dass auch dieser Hafen dann nicht absolut sicher vor Zugriffen staatlicher Behörden hierzulande wäre, diese Feststellung gehört fairerweise dazu. Sicherer Hafen USA, das klang beruhigend, war aber beim Datenschutz schon lange nur noch eine Beruhigungspille. Statt sicherem Hafen gibt's in der nächsten Zeit erstmal stürmische See. Heißt, alles kommt in Bewegung beim Datenschutz. Gefällt mir. Ein Kommentar von Frank Bräutigam. Erste Betriebsversammlung nach dem Abgasskandal heute in Wolfsburg bei VW. Dass die Konzernspitze diesmal nicht glänzend dastehen würde, das war ja nach den Ereignissen der vergangenen Woche nicht überraschend. Nach dem Bekanntwerden der schmutzigen Geschäfte setzte die Konzernspitze heute alles daran, um mit den Beschäftigten wieder ins Reine zu kommen. Denn die sorgen sich nicht nur um den Ruf ihres Unternehmens, sondern vor allem um ihre Jobs. Derzeit gebe es noch keine Konsequenzen für Arbeitsplätze, sagte heute Betriebsratschef Bernd Osterloh. Das war die zentrale Botschaft, die vor allem beruhigen sollte. Wäre da nicht das kleine Wörtchen noch? Rüdiger Strauch. Trotzig haben sich viele VW-Mitarbeiter in Wolfsburg heute T-Shirts angezogen. Ihren Stolz wollen sie sich nicht nehmen lassen. Zukunft ist gesichert, oder? Das meint er wahrscheinlich ironisch. Denn was da noch alles auf VW zukommt, weiß keiner. Dürfen wir einmal fragen, wie es bei der Betriebsversammlung war? Nein, da wollen die meisten nicht antworten, nicht heute. In der großen Werkshalle standen sie schon so häufig zusammen, feierten dann meistens die Erfolge des Weltkonzerns.
Heute alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Bilder lässt VW drehen. Journalisten sollen hier lieber nicht die Stimmung einfangen können. Auch den neuen VW-Chef Müller zeigen die Bilder kaum. Da in der Mitte, weiße Haare. Er verspricht, die Krise zu bewältigen. Ich bin ganz offen zu Ihnen, das alles wird nicht ohne Schmerzen gehen, das ist klar. Was die Arbeitsplätze bei Volkswagen betrifft, wir wissen heute zwar noch nicht, welche Auswirkungen die Krise haben wird, aber wir werden dafür kämpfen, sie so gering wie möglich zu halten. Und wir werden alles tun, um die Beschäftigung im Unternehmen zu halten. Aber VW muss sparen und hat immense Personalkosten, etwa 34 Milliarden Euro jährlich. Allein in Deutschland sind an den Produktionsstandorten der Volkswagen AG mit VW, Audi und Porsche weit mehr als 200.000 Menschen beschäftigt. Die meisten in Niedersachsen, dort etwa 120.000. Wie schwer das Vertrauen in die Marke VW wegen des Abgasskandals erschüttert ist, lässt sich bisher kaum abschätzen. Aber kaufen tatsächlich nicht nur in Nordamerika, sondern auch in Europa weniger Menschen die Autos des Konzerns, könnten die Einschnitte auch in Deutschland hart sein. Kurzarbeit, Entlassungen. Aber bei VW hat die Gewerkschaft großen Einfluss und die könnte sich wehren. Es klingt heute schon wie eine Drohung. Als Betriebsrat werden wir genau darauf achten, dass diese von einem Kreis von Managern verursachte Krise nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird. Und wir gehen davon aus, dass das schon aus Gründen des Anstands der Bonus des Vorstandes im Zweifel natürlich genauso fällt wie der Bonus der Belegschaft. In den zurückliegenden, in den fetten Jahren von VW bekam jeder Stammbeschäftigte einen Jahresbonus von etwa 6.000 Euro. Das wird es so schnell sicherlich nicht mehr geben. Denn erst einmal wird der Rückruf der betroffenen Autos viel Geld kosten. Die Aktion soll, das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung, aber erst im Januar anlaufen. VW-Chef Müller, hier vor anderthalb Wochen, will nichts überstürzen. Und womöglich setzen darauf, auf Müllers besonnene Art, auch die Beschäftigten in den VW-Werken in Deutschland. Denn schon bald könnte es um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze gehen. Sie setzen darauf, dass der neue Chef seinem Ruf als guter Teamplayer gerecht wird. Ja, noch immer haben wir keine Antwort auf die Frage bekommen, wer den Dieselbetrug zu verantworten hat und wer davon wusste, im Konzern und in der Politik. Die Grünen werfen der Regierung ja vor, über Tricksereien bei Abgas- und Verbrauchsangaben im Bilde zu sein und immer zuverlässig beide Augen zuzudrücken. Wenn das stimmt, da müssten die Grünen aber auch mal einen Blick auf einen eigenen Mann an der Spitze eines Bundeslandes werfen. Winfried Kretschmann ist grüner Ministerpräsident im Autoland Baden-Württemberg und sitzt hier nicht zufällig am Steuer eines Mercedes, auch wenn der ein Plug-in-Hybrid und angeblich grün ist. Die Farbe ist hier auf dem Foto leider nicht zu erkennen. Thomas Stephan über die nicht ganz unproblematische Fahrgemeinschaft von Politik und Industrie. Zwei, eins und start. Ein grüner Ministerpräsident und die Autoindustrie. Winfried Kretschmann bei Daimler und bei Porsche. Lächelnde Gesichter, ein Grüner als Autoindustrieversteher. Diese Rolle musste er allerdings erst finden. Es gibt eben auch Menschen, die haben Leidenschaft zu solch tollen Fahrzeugen. Und das wollen wir auch respektieren. Ich will ja jetzt ein guter Ministerpräsident werden und nicht der größte Tugendwächter von Baden-Württemberg. Inzwischen ist Kretschmann eng mit der Autoindustrie. Kein Wunder, hier hängt jeder vierte Job von ihr ab. Sein Entsetzen deshalb groß über den VW-Skandal. Dieser Betrug bei VW ist ein Desaster ersten Ranges. Deshalb prescht sein grüner Umweltminister vor, will unangemeldete Abgastests bei den Autobauern durchführen. Nun ein härteres Vorgehen gegen Autobauer. War da also doch zu viel Nähe zur Industrie? Man muss die Interessen der Wirtschaft sehen, aber man muss nicht der Wirtschaft auf dem Schoß sitzen. Aber Gemach. Das Testverfahren entwickeln Land und Industrie gemeinsam. Mit unabhängigen Prüforganisationen. Grüne und Industrie ziehen an einem Strang. Daimler und Porsche polieren ihr Image als Saubermänner. Die Grünen profilieren sich, treiben die Bundesregierung vor sich her. Ja, wir warten nicht, bis der Bund da endlich in die Puschen kommt. Ich meine, wenn er dem jetzt selber zuvorkommt durch ähnliche Dinge, dann kann er das ja gern machen. Und ich habe keine Lust darauf, immer zu warten. Das richtet sich am Bundesverkehrsminister Dobrindt. Der versichert, man sei wegen Abgaswerten im Gespräch mit allen Akteuren seit Jahren.
Enge Verbindungen, laxe Kontrollen. Experten kritisieren genau das. Die Automobilindustrie ist eine wichtige Industrie, schafft viele Arbeitsplätze. Das muss man sicherlich auch in Erwägung ziehen, was die Zusammenarbeit von Industrie und Politik anbetrifft. Aber das darf nicht dazu führen, dass die Gesetze möglicherweise nicht eingehalten werden und dass man nicht ordentlich kontrolliert. Die Politik nicht nur als Beifahrer, also der grüne Kretschmann weiß das, wenn er mit Vorständen der Autoindustrie im Führerhaus sitzt. Stimulieren, nicht strangulieren, beschreibt er seine Industriepolitik, bei der am Ende sichere Arbeitsplätze und saubere Autos herauskommen sollen. Ein schmaler Grat ist das. Für Grüne allemal. Und wir bleiben bei den Autos. Während VW mitten in der Krise steckt und sparen muss, läuft es bei Daimler im Moment besser. Die Nachrichten mit Jan Hofer. Daimler hat weltweit deutlich mehr Modelle der Marken Mercedes-Benz und Smart verkauft als im Vorjahr. Grund dafür sind vor allem die Zahlen aus China. Mehr dazu von Markus Görne aus der Frankfurter Börse. Der Silberstreif am Himmel der deutschen Autoindustrie heißt heute Daimler. Der Stuttgarter Konzern vermeldet einen neuen Absatzrekord bei der Marke Mercedes-Benz im vergangenen Monat. Mehr als 188.000 Autos mit Stern verkaufte Daimler im September. Das sind 16% mehr als im selben Monat des Vorjahres. Jeder fünfte davon wurde in China ausgeliefert. Dort liegt der Zuwachs sogar bei 53%. Die guten Zahlen sind vor allem dem geglückten Debüt der neuen Geländewagen zu verdanken. Sie sind in China gefragt. In Deutschland verkaufte sich der Smart besonders gut. Die guten Verkaufszahlen schlagen sich auch bei der Aktie nieder. Der Kurs stieg um 2,5%. Die Daimler-Aktie liegt heute im deutschen Aktienindex auf Platz 2. Aber auch in diese guten Nachrichten mischen sich Sorgen, denn die Aussichten verheißen wenig Gutes. Vor allem in China, dem wichtigsten Markt von Daimler, liegt doch einiges im Argen. Die Wirtschaft lahmt, die Regierung kämpft gegen Korruption und die Börse schwächelt. Der Absatzmotor von Daimler könnte zukünftig ins Stottern geraten. Und die Börsendaten. Der DAX stieg leicht auf 9.903 Punkte. Auch der Dow Jones ging mit einem leichten Plus bei 16.790 Punkten aus dem Handel. Die Flüchtlingspolitik in Deutschland soll künftig im Kanzleramt koordiniert werden. Dem ARD-Hauptstadtstudio liegt ein entsprechender Vorschlag vor, über den bereits morgen das Kabinett abstimmen soll. Demnach soll Kanzleramtschef Altmaier den neuen Stab zur Flüchtlingspolitik leiten. Ziel sei es, Ressourcen aller Ministerien zur Bewältigung der Flüchtlingslage besser zu nutzen. Am Abend hat es erneut eine Massenschlägerei in einem Erstaufnahmelager für Flüchtlinge gegeben. Dieses Mal in Hamburg-Wilhelmsburg. Beteiligt waren etwa 60 Menschen, vor allem Afghanen und Albaner. 5 Menschen wurden verletzt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Später brannte ein Zelt. Ob es einen Zusammenhang mit der Schlägerei zuvor gibt, ist bislang unklar. In den vergangenen Wochen ist es in überfüllten Asylunterkünften häufiger zu Schlägereien gekommen. Der Physiknobelpreis geht in diesem Jahr an Forscher aus Japan und Kanada. Takaaki Kajita und Arthur MacDonald werden für ihre Forschung im Bereich Teilchenphysik ausgezeichnet. Die beiden Forscher bewiesen, dass Neutrinos Masse besitzen. Neutrinos sind Elementarteilchen ohne elektrische Ladung. Kajita erklärte, seine Arbeit bringe der Menschheit nicht gleich Nutzen, erweitere aber den Horizont menschlichen Wissens. Heute also Physik, morgen dann Chemie, am Donnerstag Literatur und am Freitag erfahren wir dann, wer den diesjährigen Nobelpreis im Friedensstiften bekommen wird und in die großen Fußstapfen eines kleinen Mädchens tritt. Denn im vergangenen Jahr kürte das Komitee in Oslo diese junge Pakistanerin zur jüngsten Friedensnobelpreisträgerin aller Zeiten, die damals 17-jährige Malala, die den Mut hatte, den Taliban die Stirn zu bieten. Malala hatte für die britische BBC in einem Internet-Tagebuch darüber berichtet, wie die Terroristen in ihrem Heimatdorf den Mädchen den Schulbesuch verboten. Daraufhin schossen sie Malala aus nächster Nähe in den Kopf. Ein Wunder, dass das Mädchen überlebte. Und obwohl sie seither auch im britischen Exil weiter Morddrohungen bekommt, kämpft sie unermüdlich für das Recht aller Kinder auf Bildung. Ein Jahr nach dem Friedensnobelpreis kommt nun ein Film über Malalas Geschichte in die Kinos, in den USA, in Europa, aber auch in ihrer Heimat. Marco Spieker berichtet aus Pakistan. Das Swat-Tal, eine Taliban-Hochburg. Hier kommt Malala her.
Diese aktuellen Aufnahmen stammen von einem lokalen Kamerateam. Westliche Journalisten sind nicht erwünscht und Malala, so hat man den Eindruck, auch nicht. Nichts weist auf sie hin, ihr Engagement für Frauenrechte und den Start ihres Films, der vor wenigen Tagen in New York glanzvolle Premiere hatte. Malala, verstärkt von Prominenz, begleitet von ihrem Vater und von Freundinnen, erhofft sich für den Film eine große Reichweite. Nachdem ich den Film gesehen hatte, war ich total glücklich, weil er viele Menschen erreichen wird und dazu inspirieren, uns zu unterstützen. Aber auch in Pakistan? Karachi ist die Metropole, liberaler als das Swat-Tal. Wenn, dann kommt der Film hier zur Aufführung. Der Chef der Zensurbehörde hat an dem Film nichts zu beanstanden, aber das heißt noch nicht viel. Wenn die Sicherheit auf dem Spiel steht, ist das nicht unsere Angelegenheit, sondern die der Sicherheitsbehörden. Wenn die Drohungen bekommen und darauf reagieren, kann ich dazu nichts sagen. Tatsächlich, einigen Kinos sollen Anschläge angedroht worden sein für den Fall, dass sie den Film aufführen. Die Malala-Fans des Landes sehen schwarz. They carry out their threats. Solche Drohungen werden ausgeführt. Die Taliban machen keine Drohungen, die sie nicht ausführen. Ich bezweifle deshalb stark, dass der Malala-Film in Pakistan zur Aufführung kommt. Selbst Malalas Autobiografie, in anderen Ländern ein Bestseller, sucht man in vielen Buchhandlungen vergeblich. Das Kaufinteresse, so heißt es, sei gering und viele würden Malala für eine Nestbeschmutzerin halten. Auch wer sich unter Kinobesuchern umhört, findet kaum Fans, vielleicht weil die Frauen sich nicht interviewen lassen wollen. Malala interessiert mich überhaupt nicht. Was Malala passiert ist, ist echt schade, aber mich nervt der ganze Medienhype um sie. Es ist nicht leicht, fair zu sein. Malala ist schon sehr kontrovers, aber wenn der Film gut gemacht ist, mit einem guten Regisseur, gucke ich ihn mir vielleicht an. Im Moment sieht es allerdings nicht so aus, als würde er in Pakistans Kinos kommen. Der Dokumentarfilm, der den Weg und das Ziel von Malala zeigt, den Mädchen in aller Welt Zugang zu Bildung zu verschaffen. Die Welt verändern, während es in der Heimat beim Alten bleibt. Auch das gehört zu Malalas Geschichte. Und wir schauen nach Syrien. Die NATO hat heute Russlands Vorgehen in dem Bürgerkriegsland scharf kritisiert. Noch einmal Nachrichten mit Jan Hofer. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat der russischen Luftwaffe vorgeworfen, mehrfach und mit Vorsatz den Luftraum des Bündnispartners Türkei verletzt zu haben. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau flog die Luftwaffe heute erneut Angriffe in Syrien. Berichte, wonach dabei auch die Weltkulturerbestadt Palmyra angegriffen wurde, wies Russland als Lügen zurück. Im Konflikt in der Ostukraine bekommt der Gesprächsprozess mehr Zeit. Die prorussischen Separatisten haben heute die für Oktober geplanten umstrittenen Kommunalwahlen für die Gebiete Donetsk und Luhansk auf das kommende Jahr verschoben. Wahlen noch in diesem Herbst hätten eine Verletzung des Minsker Friedensabkommens bedeutet. Russlands Präsident Putin hatte sich für die Verschiebung eingesetzt. Die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen organisierter Kriminalität ist im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Die Behörden sehen die Bedrohung in Deutschland trotzdem weiterhin als hoch an. Laut Bundeskriminalamt betraf ein Drittel der Verfahren Verbrechen aus dem Bereich Rauschgiftkriminalität. Dahinter folgten Einbrüche und Diebstähle sowie Wirtschaftskriminalität. BKA-Präsident Münch verwies darauf, dass die Gesamtzahl von 571 Verfahren über die Gesamtgröße des Phänomens organisierter Kriminalität hinwegtäusche. Denn dahinter steckten tausende Einzeldelikte, die in Gruppen begangen worden seien. Bundespräsident Gauck hat bei einem Besuch in den USA zu einer Stärkung der deutsch-amerikanischen Beziehungen und der NATO aufgerufen. Während einer Rede in der Universität von Philadelphia sagte er, das transatlantische Verhältnis sei zuletzt nicht so sorgsam behandelt worden, wie es notwendig gewesen wäre. Morgen wird Gauck von US-Präsident Obama im Weißen Haus empfangen. Es ist wirklich zum Erstaunen, was man den Frankfurter Kreuzen da zutrauen kann. Das sagte Goethe über den Bankier Johann Friedrich Städel, der den Bürgern seiner Stadt Frankfurt vor 200 Jahren mal eben ein eigenes Kunstmuseum hinterließ. Goethe prophezeite den Frankfurtern, dass sie im sogenannten Städel für ewige Zeiten die gewisseste Anregung und sicherste Bildung finden könnten. 200 Jahre später, also eine halbe Ewigkeit nach seiner Gründung,
bilden sich im Städel sogar weit über Frankfurt hinaus. Kunstsinnige aus aller Welt. Und weil das Porträt des Dichterfürsten das wohl berühmteste Gemälde der Sammlung ist, feiert Goethe bei der Jubiläumsausstellung natürlich ganz vorne mit. Andreas Clarisse. Goethe sucht und trifft Goethe. Oder besser gesagt, der alte Tischbein trifft den jungen Andy Warhol. Einen Dialog der Meisterwerke will der Städel herstellen, eine grandiose Schau mit 65 ausgeliehenen Prunkstücken aus der ganzen Welt. Dieser Vermeer ist im Besitz des Städelmuseums. Nie hing der Geograf neben der Briefeschreiberin mit Dienstmarkt einer Leihgabe der National Gallery of Ireland. Wie es so ist bei Geburtstagskindern, die wünschen sich dann was. Und insbesondere, wenn sie so alt werden, können sie sich was ganz, ganz Besonderes wünschen. Und wir haben uns da nicht zurückgehalten. Eine besondere Beziehung haben diese beiden Frauenporträts zueinander. Der Botticelli ist ein Städelbild. Die Ähnlichkeit mit Fazios Mistress von Rossetti ist frappierend. Ist das beabsichtigt? Dieses Bild ist aus der Tate Gallery in London, gemalt fast 400 Jahre später von Dante Gabriel Rossetti, einem großen Bewunderer Botticellis in einer Zeit, als der kaum mehr Beachtung fand. Aber Dialoge gehen auch anders. Ein überreifer Apfel, eine Birne, Insekten, die der süße Geruch des Verfalls angelockt hat. Justus Junker 1765. Seine Stillleben treffen auf die Computeranimation von Rob und Ron Carter. Hier ist die Zeit nicht stillgelegt. Durch die Aktivität der Insekten steht nicht der Verfall, sondern das Leben im Vordergrund. Leben herrscht auch in der Kunst der Gegenwart. Hier werden nicht nur große Meister gezeigt, wie zum Beispiel Georg Baselitz, sondern auch junge Maler wie Daniel Richter. Er hat ein mulmiges Gefühl zwischen den alten Meistern. Ich finde das tatsächlich ein bisschen unangemessen, aber will jetzt auch nicht kokettieren. Ich freue mich natürlich. Und ich freue mich natürlich auch, dass die Bilder von mir hier hängen, weil ihnen das ja eine Bedeutung zuschanzt, der sie sich erst noch beweisen müssen. Aber erstmal finde ich das natürlich erfreulich. Doc Planet und die Horde verbreiten in diesem Raum eine Enge, die Angst macht und damit das Gefühl erzeugt, das Daniel Richter beabsichtigt. Polizisten und Demonstranten, Szenen, die man aus Massenmedien kennt, abstrakt und gegenständlich gemalt. Mit diesem Stilpluralismus hat sich Richter einen Namen gemacht. Dialog der Meisterwerke, die Kunstbetrachtung lebt vom Vergleich. Diese Ausstellung ist aber wohl unvergleichlich. Dann mal flugs zu meinem Lieblingsdialog mit dem unvergleichlichen Sven Bürger und der völlig überraschenden Frage, wie wird das Wetter? Ja, die hat mich jetzt so überrascht, dass ich fast gar keine Antwort finde. Nein, es gibt eine Front und diese Front spaziert jetzt mehr und mehr ins Land, weiß aber nicht mehr so richtig, wie es weitergehen soll. Und der Grund ist, das Ganze ist eine Konvergenz und damit man das auch sehen kann, haben wir hier mal die entsprechende Darstellung. Das ist das Frontensystem, eine Okklusionsfront, eine Mischfront, die kommt aus Westen, schiebt sich nach Osten, aber das hier sind die Windpfeile, dort kommt die Luft aus Südosten, das heißt die Luft strömt zusammen und gibt der Front eigentlich gar keine Chance zu wissen, wohin und was Fronten in solchen Fällen tun. Sie bleiben schlicht und einfach liegen. Und wir gucken uns mal hier unsere Wettervorschau an. Die läuft jetzt in der Nacht los und Sie sehen, in diesem Bezirk, wo es blau ist, regnet es. Regnet es eigentlich immer weiter, aber das Ganze verlagert sich praktisch gar nicht. Und deswegen kann in dieser Zone etwa von der Kieler Bucht runter dann bis ins Berchtesgadener Land durchaus morgen eine Menge zustande kommen. Im Bereich von 20 bis 50 Liter Regenwasser auf jeden Quadratmeter. Und das ist eben eine ganze Menge. Gucken wir mal auf die Karten, da sieht man es. Jetzt in der Nacht ist die Zone ja schon aktiv. Hier regnet es. Nach Osten ist es wechselnd bewölkt, teilweise nur leicht bewölkt. Nach Westen gibt es örtlich einzelne Schauer. Das ist eine milde Oktobernacht wieder mit 11 bis 15 Grad. Und morgen Vormittag haben wir dann immer noch hier diese Zone an derselben Stelle. An der Ostsee kann man sich über Sonnenschein freuen. Im Westen, ja, die Sonne bemüht sich ein bisschen zwischen den Wolken durchzukommen. Tut es auch nachmittags. Einzelne Schauer sind nicht auszuschließen. Und weil ich es so gerne wiederhole, hier ist sie immer noch. Die Zone mit dem Regen verlagert sich ein ganz kleines Tickchen weiter auch nach Osten. Vielleicht auch die westlichen Stadtteile von Berlin dann betroffen mit dem Regen. Im Dauerregen 13, 14, sonst durchaus mal rauf bis 18, 19 Grad die Temperaturen. Der Wind, nochmal hier ist sie beschrieben, die Konvergenz strömt zusammen an der Ostsee. Ein strammer Wind aus Südost. Zum Schluss die Aussichten, man sieht es, Donnerstag in der Nordhälfte häufiger Regen. Freitag zieht er sich mehr zurück. Die Osthälfte kühler, 11 bis 13, im Südwesten dann aber bis 18 Grad. Und morgen nochmal, Karen, kommt also erstmal die Front, die ihren ganzen Regen an dieselbe Stelle ablädt, weil sie einfach nicht weiß, wohin.
Solange das nicht alles über unserem Hamburger Studio runterkommt, werden wir das zähneknirschend akzeptieren. Vielen Dank, Sven Plöger. Menschen bei Maischberger steht heute unter dem Motto der ARD-Themenwoche Heimat. Sandra Maischberger diskutiert mit ihren Gästen die Frage, wie verändern Flüchtlinge unser Land? Um 0 Uhr meldet sich das Nachtmagazin mit Gabi Bauer und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.